Ja, guten Tag. Wir haben wieder ein Buchgespräch und ich freue mich, dass wir heute über das soeben bei Bartbuchs neu erschienene Buch Stefan Förster Architekten Wohnungsbau von 1989 bis 2019, dass wir das vorstellen können. Ich halte es hier in die Kamera. Es ist groß, es ist schwer, es ist schön, und es ist zweisprachig. Zu Gast sind heute Architekt Stefan Förster, dann sein Mitarbeiter Benjamin Pfeiffer und die Gestalterin des Buchs Sandra Döller. Ich freue mich, dass wir jetzt eine Vierergruppe schon sind. Wir weiten uns aus. Und meine erste Frage zu dem Buch wäre: Es ist ein typologisch monografisches Buch. Das Büro ist 30 Jahre alt geworden letztes Jahr. Es betrifft wirklich ausschließlich Projekte aus dem Wohnbau. Wieso ist die Entscheidung gefallen, wirklich nur den Wohnbau zu zeigen? Weil es gibt ja auch andere Projekte aus Ihrem Büro. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, das Buch heute vorstellen zu dürfen. Ich bin also Stefan Förster, das ist Herr Pfeiffer und nicht umgekehrt. Kann man sich vielleicht auch denken. Ich sage es trotzdem nochmal. Natürlich, der Anlass sind zunächst mal diese 30 Jahre. Das ist natürlich so eine Etappe, das ist relativ lange. Im normalen Menschenleben ist es relativ lange. Wenn man als Architekt darüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so lange. Das ist ja wie gestern. Und dann hat man natürlich so das Thema, dass man zurückschauen will, was hat man eigentlich gemacht? Worum geht es einem eigentlich? Und dann haben wir das Problem, wir machen ja eigentlich nur Wohnungsbau und wir stehen als Wohnungsbau extrem unter dem Druck momentan. Es wird sehr viel gesprochen von kostengünstigen, bezahlbaren Wohnraum und so weiter. Und wir wollten eigentlich mit diesem Buch nur mal so festlegen, was halten wir denn eigentlich für einen guten Wohnungsbau? Und damit ist das auch so eine Art von Positionierung unseres Büros in dem ganzen Thema Substandards und so weiter, dass wir sagen, für uns muss ein Wohnungsbau so und so und so aussehen. Natürlich haben wir dementsprechend auch die Projekte ausgesucht. Das sind unsere Lieblingsprojekte, sagen wir auch mal. Wir haben jetzt ehrlicherweise keine Projekte, wo wir sagen würden, das würden wir vielleicht eher nicht mehr machen. Deswegen war die Auswahl ein bisschen schwierig. Und natürlich haben wir natürlich das Buch begrenzt auf ein paar Seiten. Deswegen können wir nicht alles zeigen. Die Zielgruppe sind eigentlich natürlich normalerweise Architekten und Architekturstudenten. Wir haben eine sehr große Nachfrage bei den Kollegen nach dem Thema, wie macht ihr das eigentlich und wie sehen eure Grundrisse aus? Deswegen haben wir das auch zum allerersten Mal dargestellt, unsere Grundrisse. Da geht es natürlich auch damit, dass wir damit den Absatz des Buches ein bisschen natürlich verstärken, wenn wir Grundrisse zeigen. Weil erfahrungsgemäß das die Kollegen am allermeisten interessiert. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge interessierte Laien, wie man da so schön sagt, die sich für das Thema interessieren. Das wissen wir auch aus den einzelnen Gesprächen privat. Und ich denke, für solche Menschen ist es auch ganz gut, dass man ihnen ein bisschen vielleicht das Thema Wohnen, Architektur näher bringt. Wir machen übrigens ja nichts anderes als Wohnungsbau. Wir können, glaube ich, nichts anderes oder man traut uns nichts anderes zu. Beziehungsweise in dem Alter zu wechseln, traue ich mir auch nicht mehr zu. Von daher sind wir Spezialisten in dem Thema und in Deutschland sind wir schon ein bisschen auch Meinungsführer, was das Ganze betrifft. Ah, das heißt, Sie haben jetzt ungefähr erklärt, was die Absicht war in dem Buch, mit dem Buch. Wie ist das Konzept entstanden? Der Herr Pfeiffer ist ja bei Ihnen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wenn ich das verstanden habe, und zeichnet auch verantwortlich für die Texte im Buch, jetzt jenseits von Ihrem Vorwort und dem einen Essay. Und haben Sie vielleicht bei der Erstellung des Konzepts schon mit Frau Döller zusammengearbeitet oder wie ist das ineinander geflossen, das inhaltliche und das grafische Konzept? Also ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass Sandra Döller dazu noch mehr vielleicht sagen kann im Anschluss. Also ich glaube, interessant an dem Buch ist, dass wir nicht einfach, wie man sonst vielleicht vorgeht, erstmal unser Material gesammelt haben und die Texte geschrieben haben und die Bilder ausgesucht haben und all diese Dinge gemacht haben, sondern dass wir eigentlich von Anfang an das Konzept des Buchs gemeinsam entwickelt haben. Und das heißt, aus formalen Entscheidungen haben sich immer wieder Konsequenzen ergeben für den Inhalt eigentlich auch und für die Art und Weise, wie wir den Inhalt gedacht haben. Ich will da vielleicht nur mal ein Beispiel geben. Also wir haben uns am Anfang ja überlegt, wie ist so eine Monografie eigentlich klassischerweise aufgebaut? Und wir haben uns andere Monografien angeschaut und haben festgestellt, dass ja sehr viele Architekturmonografien natürlich
dezidiert eigentlich mit architektonischen Mitteln arbeiten. Also das heißt, dann natürlich Architekturfotografie, die steht auch in unserem Buch im Zentrum, übrigens von an beiden Fotografen, Lisa Farkas und Jean-Luc Valentin. Und dann aber sozusagen werden Modelle und Zeichnungen und vielleicht auch Aquarelle oder irgendwelche künstlerischen Architekturmedien gezeigt. Und wir hatten früh die Idee, also gemeinsam entwickelt mit Sandra, dass es eigentlich spannend wäre, die ganzen Sachen, die im Hintergrund, im Bauprozess passieren, die den Kontext der Gebäude berühren. Ja? Also wo steht das Gebäude eigentlich? Wie kann man sich Orte vorstellen? Was war vorher da? Und was sind vielleicht auch manchmal, also wie entsteht qualitätsvolle Wohnungsbauarchitektur? Und ein Punkt ist natürlich, dass sie auch sozusagen konflikthaft erstritten wird. Also ich glaube, das ist sozusagen, dafür ist ja Stefan Forster auch bekannt. Und wir haben uns eben überlegt, wie kann man sowas in ein Buch bringen? Und ich glaube, wir können später dann noch ein paar Beispiele zeigen, aber daraus ist die Idee der Klappseite entstanden. Also wir stellen sozusagen alle 30 Projekte, die in dem Buch sind, mit so einer Art Bonusmaterial, wenn man so will, vor, was unterschiedliche Kontextualisierung ermöglicht. Und also Herr Kramer von Parkbooks hat dafür den schönen Begriff der Wundertüte geprägt. Also man weiß sozusagen nicht ganz genau, was da drin ist. Aber vielleicht, Sandra, kannst du ein bisschen was sagen? Vielleicht kann man noch anfügen. Die Frage ist ja, die spannende Frage ist ja, wie kann man uns als Büro in ein Buch darstellen? Das heißt, gibt es eine Beziehung, wir und das Buch? Ja. Also das heißt jetzt, dass wir da keinen Starkulz treiben. Sie sehen also keine Fotos, wo wir da irgendwie schwer denkend irgendwo rumskizzieren. Sie sehen auch keine großen Skizzen oder Modelle und das ganze Experimentelle oder diese ganzen Dinge, modischen Sachen, darauf wird extrem extra verzichtet, um sich zu reduzieren auf das, was wir machen wollen. Das heißt, relativ unaufgeregt, wie wir auch sind, unaufgeregte Architekturen, die Teil der Stadt werden. Und das war das Thema, wie kriegt man das in einem Buch zusammen und transportiert trotzdem Informationen, aber den Geist, den wir im Büro haben, im Buch zu transportieren. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Sandra gewesen, das zu übersetzen. Ja? Und ich nenne das einfach unaufgeregt beiläufig als Buch, ja? Wie unsere Architektur. Also ich finde es sehr fokussiert und sehr klar und sehr übersichtlich und sehr informativ. Das wären so die Begriffe, mit denen ich es in Verbindung bringen würde. Ja. Also das, was Stefan und Benjamin gerade beschrieben haben, ich denke, das ist eben vor allem die Frage, wie übersetzt man das, wofür das Büro steht, in Buch und Buchobjekt. Ja? Und das ist die Hauptfrage gewesen, die sich natürlich auch nur im Dialog beantworten lässt. Das heißt, es ist eben auch das, was Benjamin am Anfang angedeutet hat. Es ist nicht so, dass eine Kiste mit Material kommt und wir haben überlegt, was machen wir jetzt draus, sondern das war eine ganz enge Zusammenarbeit. Und ich denke, auch nur so kommt man zu einem Ergebnis, was auf allen Ebenen dann stimmig ist. Ja? Und das betrifft natürlich die Dramaturgie. Wie bauen wir das Buch überhaupt auf? Welche Segmente, Kapitel, Bildstrecken gibt es? Wie ist die Hierarchie zwischen den einzelnen Informationen? Welche Materialien wählen wir aus? Wie ist die Haptik des Papiers? Also das zieht sich wirklich im Prinzip ja, durch alle Elemente, die so ein Buch eben hat, was am Ende auch in seiner Vielschichtigkeit sehr komplex sein kann. Also wir haben jetzt einige Bilder, die wir dazu zeigen und ich beschreibe die jetzt einfach gleichzeitig und zwar so ein bisschen auch nach dem Prinzip, wie man so ein Buch auch in die Hand nimmt und anschaut und das beginnt natürlich auch mit der Frage, wie sieht überhaupt das Kammer- oder der Umschlag aus und wenn man das Buch von vorne sieht, haben wir uns nach längerer Diskussion dafür entschieden, ein Fassadendetail zu zeigen, was eben auch anschließt zum Beispiel an ein prägnantes gestalterisches Detail, das ist der Klinker, der in vielen Projekten des Büros immer wieder auftaucht. Deswegen war das auch wichtig, das an der Stelle quasi mitzutransportieren. Und auch diese Balkongestaltung, die man da sieht, ist auch sehr prägnant. Und ich denke, das ist so ein Bild, was nicht so viel Architektur zeigt, sondern einfach wirklich eher so die Qualität im Detail. Was auch ein wichtiges Stichwort ist, denke ich, für die architektonischen
Ergebnisse da insgesamt des Büros, vor allem auch auf der Rückseite. Das Gleiche nochmal im Innenteil. Wir haben zwar im Buch selbst darauf verzichtet, jetzt zum Beispiel Wohninnenräume zu zeigen, zeigen aber teilweise eben Detailausgestaltungen von Eingangssituationen, von außen und von innen. Und das hat teilweise auch mit der Farbgestaltung zu tun. Das kommt auch bei ein, zwei Projekten bei den Joker-Seiten wieder zum Vorschein. Und wenn man das Buch aufschlägt, haben wir überlegt, steigen wir jetzt direkt mit den Projekten ein. Wir haben ungefähr 30 Projekte ausgewählt, die eben für diese 30 Jahre stellvertretend stehen. Haben dann aber gesagt, es geht ja nicht nur um die Projekte und um das einzelne Objekt, das einzelne Gebäude, sondern es geht eben auch um die Kontextualisierung, um die Ansicht im Stadtraum. Es hat natürlich auch immer eine städtebauliche Dimension auf eine Art. Also wie nehme ich das auch als Fußgängerin wahr, wenn ich durch die Stadt laufe? Und nehme ich jetzt eine Architektur wahr, die sehr stark als so Autorenarchitektur für sich steht, sehr ikonografisch, oder habe ich eher einen architektonischen Eindruck, der sich stärker in so dieses Stadtbild einfügt? Ja? Und das, finde ich, kommt in dieser Bildstrecke ganz gut zum Vorschein, die Lisa Farkas auch neu fotografiert hat. Das haben wir eben genau dafür entwickelt, dass man so einen Spaziergang durch die Stadt im Prinzip hat und unter anderem das Philosophikum, was eher in die Richtung Transformation geht, wie auch einzelne Objekte, denen man einfach begegnet. Teilweise rätselt man auch und muss einen Moment schauen, um zu erkennen, welches Gebäude da jetzt genau gemeint ist. Aber das ist im Prinzip ja so dieser Zugang erstmal über den Stadtraum. Und eingeschoben ist dann so ein bisschen als Trenner im Prinzip das Vorwort und dieses der Essay von Michael Mönninger, auch als Einführung überhaupt, was da konzeptionell hinter der Architektur auch steckt. Und dann haben wir eben en bloc diese 30 Projekte und was eben auch schon angeklungen ist, diese die Grundrisse, die erstmals da auch so als Regelgeschoss gezeigt werden. Und wir haben, das haben wir auch in einem Detail fotografiert, was relativ speziell ist mit diesen Klappseiten, die auch verkürzt sind im Buchblock, ist, dass sich dadurch im Prinzip auch direkt so eine Art haptische Navigation ergibt. Also man blättert durch das Buch und bleibt automatisch an den verkürzten Seiten hängen. Das heißt, man springt beim Blättern von Projekt zu Projekt und hat dadurch eine sehr starke Struktur. Und es lädt natürlich auch ein, diese Klappseite zu öffnen und zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Also eine Registerfunktion eigentlich. Ohne das genau. Es ist sehr praktikabel. Genau. Und diese, ich meine, mit den Projektdarstellungen ist es so, da haben wir im Prinzip relativ klassisch oder unaufgeregt, könnte man auch sagen, mit Stefans Worten, geschaut, wie wir die Projekte einfach so darstellen können, dass es nachvollziehbar ist. Das heißt, es gibt verschiedene Blickachsen. Wir haben immer ein Bild, was das Gebäude möglichst im Gesamten zeigt, um das auch so einfach schnell sichtbar zu machen. Und es gibt auch Detailfotos, die eben wieder Fassaden, Material, Ausgestaltungen zeigen und gegenübergestellt auch jeweils einen kleinen Schnitt. Wir haben einen Grundriss. Also ich sag mal, das sind so die Elemente, die man klassischerweise hat, um ein Projekt darzustellen. Man muss aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel wir im Prozess viel differenzierter geworden sind, als wir es am Anfang eigentlich vorhatten, auch was die Textausgestaltung betrifft, weil wir irgendwann gemerkt haben, es ist zwar schön, diese Bilder zu zeigen, die auch natürlich ästhetischen hohen Wert haben und Spaß machen anzuschauen, aber wenn wir nicht genau sagen, was man sieht und das sich nicht beziehen lässt auf den Text und die Entscheidungen, die getroffen wurden, dann ist es für uns nicht rund, ja, weil das natürlich alles bewusste Entscheidungen waren, die da getroffen wurden. Und wenn man dann genauer beschreibt, was sehen wir hier eigentlich, welche Blickachsen sind das, wie lässt sich das wieder rückbeziehen, eben auf diese Produkttexte, um da eine Verbindung herzustellen, dann ist es einfach ein deutlicher Mehrwert. Das heißt, so hat sich dieses Buch eigentlich im Laufe des Prozesses durch unsere gemeinsame Arbeit daran immer stärker verdichtet und im Detail differenziert. Die Texte sind ja trotzdem überschaubar und es gibt, also es ist auf Deutsch und auf Englisch zweisprachig, trotzdem relativ kompakt. Vielleicht, ich hätte noch eine Frage zu der Struktur. Also hinten sind dann die Grundrisse nochmal übersichtlich, das wurde eh schon angesprochen. Und es gibt vier Kapitel. Vielleicht wollen Sie zu den Kapiteln noch was sagen. Ja, es geht eigentlich darum, dass wir ja beim Wohnungsbau bestimmte Themen auch haben. Und das heißt, wir interessieren uns natürlich für das Thema des großstädtischen Blockes, das, was wir am liebsten machen, natürlich auf Deutsch so viel wie möglich bauen. Dann gibt es das Haus in der Stadt. Also wenn man einen kleineren Auftrag hat, ganz einfach.
das Bauen vor der Stadt in der Siedlung, also wo die Bebauung sich auflöst, und das Spezialthema Transformation, das heißt Veränderungen in der Stadt, Funktionsänderungen, Umbauten, und das ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage. So, das sind die vier Kapitel, unter die wir das Motto gestellt haben. Es geht jetzt nicht darum, chronologisch irgendwas zu machen, sondern typologisch zu sagen, wie sieht ein Block aus, wie sieht ein Haus aus. Und das ist diese Ordnung, diese Großordnung, auf die wir Wert legen, die auch unsere Arbeit bestimmen. Vielleicht nochmal zu dem Ganzen. Wir sind ja Architekten und normalerweise haben die Architekten ja immer an sich, sie wüssten alles, könnten alles. Sie können fotografieren, sie können schreiben, sie können Bücher machen. Wir können eigentlich nur Architektur machen. Deswegen haben wir eigentlich uns sehr stark verlassen auf den Kollegen Pfeiffer und auf die Sandra Döller, auf deren Fachwissen, ja. Und da ist ein sehr großes Vertrauen da und muss sagen, die ganzen Entscheidungen, die gefällt worden sind, die sind absolut richtig. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen, was für ein Papier, dann denken wir als Architekten immer Hochglanz, aber dass das eigentlich überhaupt nicht passt, fällt mir jetzt auf, wo wir ein Buch haben ohne Hochglanz. Also das ist eigentlich so, dass wir diese Dinge abgeben an Menschen, die das wissen, wie das geht. Und da haben wir ein sehr großes Glück mit den ganzen Teilnehmern, die uns da geholfen haben. Ja, ich freue mich natürlich erstmal über das Lob. Das ist interessant, das habe ich so noch gar nicht gehört eigentlich. Bisher jetzt vor der Kamera, dafür hat sich dieses Interview natürlich schon gelohnt. Ja. Es kommt ja gleich eine Gehaltserhöhung in die Ecke. Ja, das kommt nachher. Also vielleicht nochmal, also ich würde kurz ergänzen, vielleicht was zu dieser Frage der Struktur, weil Sie gefragt haben, wie ist der Aufbau, wie kommt der eigentlich zustande? Und ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen so eine logische Entwicklung für uns aus der Architektur auch heraus, sozusagen vom Stadtraum die architektonischen Objekte zu denken und dann sozusagen zu stärkeren Detailebenen zu kommen. Und so ist ja quasi unser Buch auch, es macht auf mit dieser Bildserie, die Sandra beschrieben hat, die Gebäude ganz beiläufig und unprätentiös in realen Stadträumen, also das heißt, es sind auch keine Hochglanz-Stadträume oder sowas, sondern die sind so, wie sie sind. Und dann kommt dieser Essay von Michael Mönninger, der ja nochmal so eine Art, auch ein bisschen eine philosophische Einordnung und vor allem eine Einordnung und eine Positionsbestimmung des Büros im Kontext der Wohnungsbaugeschichte des 20. Jahrhunderts ermöglicht. Und sozusagen am Ende kommen wir dann nochmal zu den einzelnen Hausgrundrissen. Ja? Also Grundrisse sind auch bei den Projekten, aber die sozusagen zeigen das ganze Gebäude. Und am Ende ist es sozusagen eine vergleichende Ebene, wo man nochmal detailliert sozusagen alle Hausgrundrisse sieht. Und so beginnen ja auch die Kapitel, ja. Also die Einleser der Kapitel sind ja wiederum die Lagepläne, die auch nochmal eine vergleichende Ebene ermöglichen und die sozusagen wiederum eigentlich aus dieser ganz logischen Idee herauskommen, dass wir eigentlich uns vom Stadtraum immer zum Gebäude bewegen. Und das hat auch ein bisschen nochmal bei dem Hintergrund, dass wir ja eine Buchserie eigentlich planen, wo als nächstes quasi im nächsten Jahr ein Lehrbuch über sozusagen Grundlagen des städtischen Wohnungsbaus kommt. Und dafür hatten wir uns schon eigentlich diese Struktur. Also da wird sozusagen das im Detail dann durchbuchstabiert. Insofern war es für uns natürlich irgendwie naheliegend, auch diese Monografie so aufzubauen, dass sie auch strukturell wirklich einen Bezug auch hat zu dem anderen Buch, was geplant ist. Mhm. Ja, also das Buch hat ja durchaus ein didaktisches Element oder didaktischen Zugang, ohne dass er jetzt wirklich aufdringlich wäre. Aber das ist mir aufgefallen, eben diese Kapiteltrennung, die Vergleichbarkeit, das ist alles sehr klar und nachvollziehbar. Und das ist auch hilfreich, kann ich mir vorstellen, in der Praxis für andere Architekten und Architektinnen. Ich finde es erfreulich, dass Sie ein weiteres Buch machen wollen. Es wäre nämlich eine meiner Fragen, ob Sie... Also ich weiß, dass Architekten Buchprojekte oft unterschätzen und denken, ja, das geht so nebenher. Da kann ich gleich eine Anekdote erzählen, ja. Also wenn ich das kurz einwerfen darf, wie dieses Buch, die Idee entstanden ist. Und es war tatsächlich so, dass wir schon länger an diesem Lehrbuch arbeiten. Und das ist sehr, sehr aufwendig so. Und wir sind hier in Frankfurt, direkt am Main. Und es war vor einem Jahr oder sowas, Stefan saß unten im Café und ich habe irgendwie nur Tschüss gesagt. Dann meinte er, weißt du was, lass uns doch mal eine Monografie machen. Das dauert ja mit dem Lehrbuch noch ein bisschen länger. Wir haben ja alle Fotos, wie er es auch schon gesagt hat. Wir haben alle Pläne, ist alles da. Wir packen das jetzt einfach zusammen. So. Also das und das hat mich auch ehrlich gesagt überzeugt, dass ich dachte, ja, so eine Monografie, ja, also... Und dann haben wir sozusagen die Pläne uns angeschaut und ich habe mit Sandra gesprochen und wir haben irgendwie erst entwürfen und haben gesagt, hier die Pläne, wir müssen die Pläne alle neu machen. Dann haben wir gesagt, was haben wir eigentlich für Texte? Und wir haben gemerkt,
Nein, die Texte haben gar nicht, die haben gar nicht diesen Atem, den man eigentlich braucht für eine Monographie. Also wir haben alle Texte neu geschrieben. Mhm. Wir haben für alle Pläne neue Standards entwickelt und alle Pläne neu gezeichnet. Die Anordnung der Fotos hat dazu geführt, dass wir neues Fotomaterial erstellt haben und so weiter. Und daraus ist eigentlich eine umfangreiche Arbeit an diesem Buch geworden, die aber wirklich auch mit einer starken inhaltlichen Vertiefung irgendwie und einer Konzentration dann zusammengeht, die quasi eigentlich vom ganzen Buchobjekt bis hinein in so Details, ja, also ich weiß nicht, ob das kennen Sie vielleicht auch, aber ganz oft ist es doch in Architekturzeitschriften, auch in Büchern so, dass man hat ein Foto und einen Plan und man sagt, ist das jetzt eigentlich die Südfassade oder ist das die Straße, von dem im Text die Rede ist, und das ist, und man kann es nicht rekonstruieren und so, ja, und daraus, da haben wir dann uns wirklich überlegt, wie kann man eigentlich Straßennamen an Pläne so anordnen, dass es irgendwie sauber aussieht und so weiter und gleichzeitig die Bildunterschriften so wählen, dass man sozusagen immer eine zweifelsfreie Zuordnung hat, dass man wirklich erstmal das Objekt wirklich sozusagen in seinen Dimensionen, in seiner Ausrichtung, in der Positionierung am Ort, dass man das wirklich leicht verstehen kann. Das ist nur mal so ein Detail vielleicht, an dem man es festmachen kann. Ja, also ich denke auch aus der Erfahrung heraus, dass ein Jahr ist ein guter Zeitraum für ein Buch. Es ist nicht zu lange und das merkt man dem Buch auch an. Also genau diese Überlegungen, und ich nehme an oder ich mache auch die Erfahrung, dass so ein Projekt dann ins Büro zurückwirkt. Also das geht ja dann in beide Richtungen, die Erfahrungen, die man in diesem Prozess macht. Also aus meiner Sicht haben wir jetzt ganz viel über das Buch erfahren. Vom Inhalt, wie gesagt, will ich eigentlich nichts vorwegnehmen, außer es ist Ihnen jetzt noch ein Anliegen, konkret auf was einzugehen. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, sowohl, also wenn man Ihre Projekte anschaut und kennt, als auch im Essay, ist so der Begriff der Vertrautheit. Wollen Sie dazu noch was sagen oder sollen wir das dem Leser und der Leserin dann überlassen? Ja, ich denke schon, dass man vielleicht noch mal ganz kurz, das ist bemängelt worden, dass da ja in dem Buch nicht rauskäme, was wir denn eigentlich wollen und so weiter. Das ist für die Leute, die das nicht so richtig sehen. Aber deswegen, unsere Architektur ist ja keine Architektur, die jeden Tag was Neues erfindet. Also es gibt ja viele Kollegen, die sagen, ich experimentiere und ich muss was Neues erfinden. Für uns gibt es nichts zu erfinden. Es gibt eigentlich nur zu schauen, abzuschauen, zu samplen, wie man heute neudeutsch so sagt, neue zusammenzustellen, Bezüge herzustellen und so weiter. Das heißt, wenn wir unsere Gebäude im Stadtraum haben, kommt bei vielen Menschen das Gefühl auf, das kenne ich irgendwoher, das ist mir vertraut, ich habe das irgendwo schon mal gesehen, weiß aber nicht wo. Und das heißt, dass bei uns das Thema Vertrautheit, das ist nicht fremd. Es gehört zu einem selber, man hat das im Kopf irgendwo. Das ist die Reaktion vieler Menschen, die da vorbeigehen. Und damit entsteht auch ein Vertrauen in unsere Architektur. Also wir sind extrem darauf angewiesen, dass die Menschen unsere Dinge auch annehmen und gut finden. Also im Gegensatz zu vielen Architekten, die sagen, wenn die Menschen, der Normalbürger unsere Sachen gut findet, dann ist irgendwas schiefgelaufen und das muss in den Architektenkreisen, muss das alles toll gefunden werden und dann beweihräuchert man sich gegenseitig, wer den schönsten Sichtbeton hat, der aber für den normalen Menschen eigentlich völlig untragbar ist. Aber unter Architekten findet man das untereinander natürlich eine höchste Auszeichnung, alles Sichtbeton und dort. Deswegen, wir versuchen eigentlich mit den Menschen, für die wir das bauen, zu leben und für die was zu machen. Und das ist auch unsere höchste Befriedigung, wenn wir merken, dass die Menschen das gut finden, dass sie da gerne wohnen. Und es gibt auch da sehr oft ein Feedback. Und gleichzeitig sind wir ja nicht welche, die sich irgendwie dem Zeitgeist anbiedern oder den Menschen anbiedern, sondern es sind ja sehr eigenständige Gebäude, die im Stadtraum trotzdem irgendwie auch schon eine Rolle spielen. Ja? Und das sind so die Inhalte zu dem Thema Vertrautheit, Vertrauen. Das ist ein Kardinalthema unserer Architektur. Ich denke, das kommt auch ein bisschen raus. Wir sind natürlich, das haben Sie auch schon bemerkt, sehr oberlehrerhaft, messianisch unterwegs, dass wir natürlich glauben, dass es gibt nur eine Wahrheit, nämlich unsere. Dazu stehe ich natürlich auch, muss man ja auch. Ja? Also ich bin weit von diesem Liberalen nach dem Motto, ach, ist ja egal und der macht das und der macht das. Für mich gibt es einfach falsche Architekturen, da gibt es eine ganze Menge davon, gibt es schlechte Architekturen. Da gibt es eine Menge davon und es gibt unsere, die wir für absolut richtig halten.
Jetzt, aber wenn ich jetzt aber dafür ist es schon, sehr, schon relativ pluralistisch aufgebaut. Ja, es ist pluralistisch aufgebaut. Aber wenn ich jetzt an Graz zum Beispiel denke, die ganzen Kollegen, die da in Graz sind, was die machen, die meinen ja genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Sie kennen das ja. Ja? So, und da ist es doch sehr beruhigend, was wir da machen, denke ich, wenn Stadtraum. Es ist absolut beruhigend, was Sie machen. Und die, das didaktische Element, das wollte ich nicht überbewerten. Also. Ja, also ich bedanke mich mal fürs Gespräch. Ich werde jetzt noch kurz die Buchdaten nennen. Also es gibt, das Buch hat 342 Seiten. Es hat sehr viele Bilder, über die Pläne wurde gesprochen. Grundrisse, Schnitte, Lagepläne. Es kostet in Deutschland 48 Euro. Und es ist erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, und wahrscheinlich haben Sie auch ein paar Exemplare im Büro. Danke für das Gespräch. Und vielen Dank. Und alles Gute und auf viele weitere beruhigende Architekturen. Danke. Wiederschauen.